Das schreit förmlich nach Durchfall. Bitte Durchfall. Ich möchte die ganze Nacht auf Toilette sitzen. Hallo Freunde! Hallo. Was heißt nein? Hi Smurf. Hi, na? Hast du Hunger? Was machst du? Freu dich drauf, ihr erzählt's dir gleich. Oh, Donald, du liegst da ja immer noch wie ein Scheißhaufen. Hallo. Oh, hier ist ja auch was zu essen. Sieht aber nicht ganz so lecker aus. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Vlog. Lasst euch mal überraschen. Hallo. Hallo. Nimmst du gerade auf? Nein. Okay, hi. Hi. Na, alles gut? Ja, alles super. Hast du Hunger? Was hast du? Ich mache heute was ganz, ganz Spezielles. Es wird richtig klasse. Es ist eine Spezialität von mir, die ich schon seit Jahren über verfeinert habe. Und das Ganze ist mit einer Mikrowelle zubereitbar. Und du räumst die Küche dann auch wieder auf? Ja, das macht gar nicht so viel Müll. Okay. Also ich darf auch trotz der Zwangsräumung um 12 Uhr darf ich immer noch hier bleiben, ne? Ja, ich wollte gerade schon gesagt haben, weil eigentlich war ja Zwangsräumung angesetzt. Die Mitarbeiter kamen jetzt leider nicht okay, mehr, die Sachen abzuholen. Ist das Empire? Nee, Craft Attack, darfst du gar nicht filmen. Oh Gott, das darf ich wirklich nicht filmen? Nee, ist noch geheim. Okay. Brauchst du Hilfe oder sowas dabei? Wobei? Beim Kochen. Ja, ich ruf dich dann gleich, okay? Sag mir Bescheid. Ja, ich sag dir Bescheid, wenn es hier lockerflockig losgeht. Ich gehe jetzt erstmal nochmal zu Smurf, um ihm die frohe Kunde mitzuteilen. Wir freuen uns. Ja, das glaube ich gern. Ob ihr das später noch sagt, wenn das Essen fertig ist, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Felix ist scheinbar nicht da, obwohl da hinten Licht brennt. Das ist ja skandalös. Haben wir hier Strom zu verschenken? Hi Smurf. Hi, willst du Strom? Ich habe Strom zu verschenken. Ja, das ist einfach, der ist nicht da und das ist einfach das Licht an. Ja. Mein Vater, der hätte mich gedreizacht. Sagst du? Dein Vater hat ja. Ja, mein Vater hat einen Dreizeit. Wir kommen beide nicht drauf, aber schön. Poseidon. Ist Poseidon. Leute, ist Poseidon der Typ mit dem... Ja. Ich glaube schon. Das ist der Vater von Ariel. Ich habe was Traumhaftes, Mann. Möchtest du ganz kurz mitkommen und ich zeig dir das? Ich komm mal mit in die Küche, das wird klasse. Darf ich kurz mein Thumbnail fertig machen? Ja, du darfst kurz dein... Uhr und ich habe immer noch das Video veröffentlicht. Was kommt denn heute? Ein Trollspiel. So Trollquest? Alter, nice. Da bin ich gespannt. So, ich mach aber sofort. Ja, ich richte mich schon mal häuslich ein. Oh, hier ist wieder das glorreiche Zimmer. Aber darum geht's. Das ist ja immer noch hier. Aber egal, das brauchen wir nicht. Das Wichtigste ist heute hier, die Mikrowelle. Das packe ich mal kurz hier rein. Alter. Das sieht ein bisschen ekelhaft aus. Aber egal. Ich weiß, es ist gewagt und verrückt, aber ich glaube, ich werde meinen Rucksack ablegen und sogar meine Jacke ausziehen. Das bedeutet, heute wird es ein richtig wildes Video. Und ja, ich habe eine Cap auf. Ich hatte keine Lust, mir meine Haare zu machen. Dafür bin ich aber vorweihnachtlich gekleidet. Hier tipptopp in Rot, Alter. Ich bin der neue Weihnachtsmann. Achso, vielleicht soll ich meinen Rucksack nehmen. Denn der hat ja die ganzen Köstlichkeiten hier drin. Ihr könnt wahrscheinlich schon an den Zutaten... Na, warte mal. Ihr wisst sowieso schon, was ich mache, weil ich werde es wahrscheinlich in den Titel geschrieben haben. Da müsst ihr ja wirklich nicht mehr raten. Oh, scheiße. Das eine Hotdog wurde ein bisschen zerdrückt. Aber ist kein Problem. Die Basis ist natürlich Hotdog-Brötchen, dicke geile Hotdog-Würstchen. Röstzwiebeln dürfen natürlich nicht fehlen. Weißt du, ich bin bei Ikea die komischen Würstchen. Oh, das ist noch die geheime Zutat. Dann Remoulade, immer gut für einen Hotdog. Gewürzgurken, beziehungsweise das steht drauf, Burgergurken. Aber ganz ehrlich, die kann man auch dafür benutzen. Super krasser Ketchup mit 80% Tomaten. Das hat mich gecatcht. Dann haben wir natürlich noch schönen Senf für die Leute, die Bock auf Senf haben. Wasabi, wer ganz, ganz verrückt ist. Keine Ahnung, warum ich den hatte, ich aber von zu Hause noch mitgenommen. Und meine Damen und Herren, falls ihr das noch nie gemacht habt, Schmelzkäse. Dieser schöne Schablettenkäse, der geht, weil das Ganze kommt in die Mikrowelle. Und dann schmilzt das so richtig nice. Also das werdet ihr gleich sehen. Die Leute werden davon heute Nacht noch träumen. Aus welchen Gründen auch immer. Entweder ob sie es lecker fanden oder weil sie die ganze Nacht auf der Toilette sitzen, weil sie Durchfall haben. Was habe ich da das ein oder andere Mal im Hintergrund gehört? Ja. Moment mal. Was denn? Hast du eine YouTube-Jacke an? Ja. Raus! Wieso? Ich bin der Einzige, der keine bekommen hat mit Izzy. Echt? Ja. Ich habe eine. Liebes YouTube-Team. Warte mal, ich kann euch das zeigen. Sieht man das? Da hinten stehen Paluten drauf. Ich habe keine Ahnung, ob ich gerade... Oh. Soll ich vielleicht meine Hose auch hochziehen? Das ist so unfair. Ja, das Leben ist kein Ponyhof. Es tut mir natürlich leid, aber ich habe da natürlich auch keine
keine Gewalt drüber, wenn du die Jacken rausgibst. Ich wende bald Gewalt an. Nächste Gamescom sehen wir uns, liebes YouTube Gaming Team. Oh, die Ansage. Ansage von Sturmwaffel. Nee, aber Ina ist stärker. Ja, Ina ist zu krass. Ina die kann auch Taekwondo. Hi! Hi! Ich habe die Zutaten rausgesucht. Also, wir wären praktisch fast ready to start. Ready to Spaß. Ready to Spaß und ready to Durchfall. Ich meine Leckereien. Junge, wenn ich jetzt aufstehe, das wird scheiße. Nein, das wird super! Glaub mir, vertrau mir! Dann kriege ich Emma. Was? Emma Watson. Emma kommt. Emma ist in the making. Aber heute machen wir erstmal was fast noch besser ist als Emma Watson. Freddy kommt auch noch gleich. Aber wir werden jetzt hier einfach schon mal starten. Ich esse doch gar kein Fleisch. Wie, du isst kein Fleisch? Ja, dann. Also. ja, gut. Dann viel Spaß mit einem trockenen Hotdog mit Gewürzgurken. Aber das wird auch klasse. Das wird super. Das ja. Ist super lecker. Also ich ess schon Fleisch, aber. Super selten, ne? Selten und dann halt nicht sowas. Okay, leid. Okay. Ja, das ist ja kein Problem. Dann, nee, dann kannst du das Ganze. Wasabi. Ist das Wasabi? Das ist Wasabi, ja. Ich liebe Wasabi. Lecker, ne? Allergie! Du hast gar nicht so keine Allergie. Ist okay. Ja, warte mal, dann lass mich mal, dann halt mal ganz kurz die Kamera nur. Weil dann werde ich schon mal alles vorbereiten. Okay, perfekt. Teller. Haben wir noch? Ja, da! So. Wollen wir die Würstchen schon kalt essen, oder? Nee, das kommt alles in die Mikrowelle. Mhm. Das ist ein Spezialrezept vom Pidissel. Ja, sind jetzt also keine so ungewöhnlichen Zutaten hier, ne? Nee, aber warte, der Käse, das macht das Ganze und normalerweise macht man das nicht in der Mikrowelle. Mhm. Und dieses Zusammenspiel ist einfach traumhaft. Das eine ist schon ein bisschen kaputt, aber das ist kein Problem. So, wir schnappen uns den Willi. Haben wir denn... aber was ist denn das da drin? Das ist mein Spachtel. Ja, aber den braucht man doch nicht... Der ist im Spachtelfach. Du bist selber ein Spachtelfach. Wenn man was wegspachteln will, Alter. Wenn man richtig Hunger kennt, wenn man sagt, ich muss was spachteln. Ja, aber ich glaube, so ist das nicht ganz gemeint. Aber jetzt wieder falsch verstanden, den Wort. Ja, das wahrscheinlich. Ja. So, wir müssen das hier richtig schön aufschneiden. Boah, da der gute Hengstenberg. Ja, da oh, hat komm ich her vom Hengstenberg. Na gut. So, dann gucken wir mal hier. Ah nee, warte, als erstes müssen wir, glaube ich, die Foundation legen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dafür eine Ausnahme machen will, weil eigentlich... Das ist allein deine Entscheidung. Ich meine, jetzt kommst du heute hin und machst es mit Liebe, jetzt fühle ich mich schlecht, wenn ich es nicht esse. Andererseits, nein, du solltest dich niemals schlecht fühlen, weil dich jemand zwingt, Fleisch zu essen. Aber kannst du mir komplett Haut auch mit Käse machen? Kriegst du das hin? Ja, ich mach so dir... ein riesiges Käse-Dog. Ja, ich mach dir so einen richtigen Chili. So, schau mal hier, dann nehme ich so 6 Scheiben Käse da rein, ja. Zwiebeln und Wasabi, ist geil. Das wird klasse. So, warte, jetzt nehmen wir hier... Alter, das sieht so liebevoll aus, was du da machst. Ja, ich massiere es rein. Mhm, geil. So, dann müssen wir natürlich... Warte mal, wie ist die Konstruktion? Es könnte sein, dass das Ganze nicht ganz so hinhaut. Aber wir nehmen jetzt hier so ein richtig schönes... Bist du dir sicher, dass das funktioniert? Ja, ich habe schon mal gemacht im Urlaub. Immer mit Kollegen. Oh, da fällt es ein bisschen auseinander. Wir nehmen noch mal so eine... Die Kissen zum Abdecken. warte, gib den Fall. Nein, ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Nein, das Wasabi, weil ich möchte den Leuten ja was Gutes tun. Ist das dein Wasabi, was du da gekauft hast? Ja, den habe ich gekauft. Aha. So. Jetzt muss das Ganze natürlich noch schön hier mit so einem geilen Gurken. Würde zuerst eigentlich sich den Soßen kacken. Nein, die Soßen, die kommen ja erst drauf, wenn heiß, das Ganze ne? Im Heiß, genau. Dann kommen jetzt nochmal, auch die Röstzwiebeln kannst du auch drauf machen, ne? Mach erstmal den einen, ich will mal sehen, ob das funktioniert. Ja, warte, so. Ich könnte eigentlich schon 2 direkt reinmachen, das macht mehr Sinn. Hast du die richtige Garstufe überhaupt, weißt du denn? Dir, ist das nicht egal? Nee, weiß ich ja nicht. Weißt du noch, bei unserer Mikrowelle, wo wir immer nur... Wir hatten eine Mikrowelle, die hatte so viele Funktionen, wir wussten aber immer nur A3. Das war der einzige Modus, den wir immer benutzt haben. Ich hab's tatsächlich mal mit einem anderen Modus versucht und dann ist mein Essen an einer Stelle aufgebrannt. Also dieses Plastik war halt scheiße warm und das andere war halt kalt, also super Mikrowelle. Hast du die noch? Ich habe immer die A3, oder? Die A3 wird das auch tatsächlich immer noch der einzige Modus, den ich benutze. So viele Erinnerungen dran, wa? Ach Mann, das ist sogar meine eigentlich gewesen. Die habe ich von meiner Mutter geschenkt bekommen. Und du hast sie einfach abgesneakt. Ne, du hast sie einfach da stehen lassen. Junge. Also das kann man nicht. Vor allem hast du so viel Müll einfach auch da gelassen. Also das ist ja jetzt... Unser kompletter Keller steht immer noch voller Pappe. Die von Simon, Junge. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Raum mal 2. Ne, im Grunde genommen fast mein UFO-Zimmer. Ja, vielleicht bis hier hin. Bis hier und dann eben der Raum. Voll mit Pappe. Bis
bis zur Decke. Unser Plan war, das einfach anzuzünden oder brennt das Haus halt mit, ne? Ja, ja, das Problem ist, dass das muss ja auch irgendwann mal da raus. Ja, das ist ja dann, da kann sich ja Zukunftsbedesel drum kümmern. Ja, das stimmt. Ne? Ach, der Loser. Verdammter Versager. Seine Zukunft sieht nicht rosig aus nach den Hotdogs. Und jetzt kommt warte das mal. Hier schön. Ich meine, das ist die Qualitätskontrolle. Ja. Ja, aber dann bauen wir noch einen. Oder? Oh, Gurken sind so schockig selber. Ja, auf jeden Fall. Ich liebe Gurken. So, jetzt kommen die hier richtig schön rein. So viele Leute, die beim Cheeseburger die Gurken runtermachen, ne? Schau mal, möchtest du nicht auf High gehen, dann schmilzt der Käse wahrscheinlich. Ja, aber der wird doch auch auf Mit. Nee, auch mit schmilzt. Ja, warte, ich mach den nochmal aus und nochmal an. Oder Gürkchenrennen, kennst du das? An der Scheibe, an der Bushaltestelle, dann die zwei Gurken, die nebeneinander runterrutschen. Nee, sorry, ich hab, sowas hab ich nie gemacht. Alter, hat's keine Kindheit, Junge. Ja, guck mal, geh mal richtig schön ran. Oh, ist das dreckig. Schmilzt der Käse wirklich? Der schmilzt ja wirklich. Ja, ja, das ist ja auch das Geheimrezept. Weshalb es so lecker ist. Kennst du dieses Schablettenkäse und Schinken? Na. Das ist der Hawaii-Toast. Kennst du das nicht von Alexander Markus, Hawaii-Toast-Song? Achso, ja, der sagt mir irgendwas. So, warte, wir müssen gucken. Ja, da geht noch. Ja, da geht. Matsui, ganz hier. Okay. Freddy! Was? Du verpasst ja den ganzen Spaß. Spaß? Freddy, es macht so viel Spaß in der Küche, du glaubst das kaum. Da. Guck mal, ich hab ein Auto. So, oh, warte, wir müssen... Ja, da geht noch was. Nee, da tropft... Oh, da tropft der Käse schon runter. Warte. Okay. Oh, guckt euch das an. Das ist lecker, Schmecker. Okay. Was für Soßen möchtest du drauf haben? Warte, ich glaube, die können. Warte, ich muss hier den Test machen. Oh nee, die muss nochmal. Muss doch nochmal. Das geht hier. Vorsicht. Pack einfach rein. Ich hab so Angst, das immer hier oben abzuziehen. Da floppt es immer so raus. Oh, ich freue mich so richtig, weil ich habe Kohldampf. Das ist ja gerade mein Plan. Ich dachte mir, dann habe ich ein bisschen was zu essen. Ja. Und ich bin ein bisschen im UFO. Schau mal, ich mache mir jetzt mal meine vegetarische Variante. Ja, mach dir dann mal dein Veggie. Mit richtig viel Käse. Oh, das ist einfach ganz großes Kino, meine Damen und Herren. Zieht euch das mal rein, wie der Käse zerlaufen ist, der Lüb da runter, da vorne. Oh, das ist einfach was. Wie viel Scheibenkäse kann ich nehmen? Drei, oder? Du kannst alle nehmen. Also, ja, okay, wir bräuchten noch einen, falls noch einer ein zweites möchte. Da, Smurf, guck es dir an. Das ist die Grundlage für den Weltklasse-Hotdog. Es ist ein Chili-Käse. Er macht nur Käse, weil er ist Vegetarier. Er ist Vegetarier? Ja. Also was denn wieder? Part-Time. Ja. Ja, man muss ja auch... Man also ich habe ja gesagt, wenn ich Fleisch esse, würde ich keine Würstchen essen. Weißt ja, du ja, das ist ja auch jedem das Seine. Ich respektiere alle Arten. Ich esse nur Lachs. Genau. Willst du nicht die Gurkis da reinpacken? Die müssen kalt machen. Okay, so warte. Dann Smurf, was möchtest du auf deinen Hotdog drauf haben? Kein Käse. Ja, das ich bin bedeutet, Laktose. Das was? Ich bin Laktose, ich kann nicht so viel Käse. Du bist echt, du bist Laktose. Ja, hör mal auf, jetzt aber stell mich so an hier. Ich esse auch kein Fleisch. Ja, nur Würstchen von der Tankstelle, wissen wir. Das war am Nordtrip und das war nur für die Nostalgie. Davor warst du noch. So, warte, dann magst du ganz kurz halten. Auf jeden, hallo. Da hab ich meine Lehre daraus gezogen, ja, von dieser scheiß Nordtrip-Wurst. Junge, die war so eklig, Palle, sowas hast du noch nie gesehen. Aber wir können ja auch noch einen ohne Käse machen. Ja, das ist geil. Der Käse ist eigentlich das Schönste an Pidizzles Super Hot Dogs. Der Käse ist das Schönste? Ja, weil der, wenn das so zerlaufen ist. So, warte, dann kommt ein bisschen. Was tust du? Das war geil, Alter. Richtiger Schmack. So. Möchtest du mal beißen, Freddy, und direkt durchfahren? Definitiv nicht. Da eine Line schön hier Schmecki, dann ein bisschen Remoulado. Wie viel hast du davon schon gegessen, Fett? Hey! Alter, sogar so richtig nebeneinander, was bist du? Das ist richtig nice. Es gibt einen Foodtruck in Köln, wo man solche Hotdogs bestellen kann, ne? Die übel lecker sind. Ja, aber warum bestellen, wenn du die auch frei Haus geliefert bekommst? Ja, also ist ja immer dann am Ende so eine Frage der Formulierung, ne? Ob wir dann sagen, boah, womit haben wir das verdient? Oder, oh, womit haben wir das verdient? Kannst du den mal irgendwie... Also ich bin für Käse-Dog sehr dankbar. Käse-Dog. Das schreit förmlich nach Durchfall. Bitte Durchfall. Ich möchte die ganze Nacht auf Toilette sitzen. Ich werde es mir auch einmal gönnen. Ha. Da fehlt mir irgendwas. Ich kann nur nicht aufmachen, was. Boah, Alter. Käse ist da, Rostzwiebeln, Paprika. Kommst nicht drauf, ne? Was fehlt bei dem Hotdog, Leute? Schreibt es in die Kommentare, ich weiß es nicht. Also, meiner schmeckt einfach gigantisch. Glaube ich. Also, was passiert denn, wenn du Käse isst? Nee, ein bisschen Magen halt nur. Oh, okay, alles. Oh, cool. Sag mal, platzt du oder sowas? Oder? Boah, das ist ja so schön. Willst du sterben? Wie so ein Transformer, ja.
Izzy ist nicht da, ne? Felix auch nicht? Ist weg. Thomas! Thomas möchte ein geiles Hotdog! Du bist doch bestimmt nicht laktoseintolerant. Boah, nee. Hey, warte, dann tauschen wir mal. Wir haben ja einen so einen richtig leckeren. Welchen denn? Den fetten? Ja, den Wie hier. Soll ich denn den essen? Ja, das frage ich mich auch. Schmeckt so scheiße. Was heißt denn, das schmeckt scheiße? Warte, ich hab ne Idee. Das hat einfach nur Käse mit Brot. Genau, Thomas. Gönn dir das. Jo. Ist geil. Mhm. Ja, guck, der Junge, der hat Ahnung. Weil der ich habe mal eine Wurst gegessen, aber ist geil. Das ist ja krass, da ist ja alles drauf. Ja, da ist Käse drauf. Also ganz ehrlich, ein Herzinfarkt ist wahrscheinlich Durchfall. Könnte auch am heutigen Tag noch auftreten. Das Ding ist so lecker. Willst du auch noch? Er darf ja keine dicke, fette Wurst. Er ist tot. Hat er ein Portemonnaie dabei? Mist, der hat nichts. Wir müssen aufnehmen. Okay. Bis oben. Ah, jetzt komm. Ja, warte, ich stell dich nicht so an, Revi. Tschüss, Revi. War schön mit dir. Tschüss, Thomas. Kümmer dich gut um ihn. Hilfe! So, Leute, ich werde mir jetzt noch mal einen kleinen Hapser nehmen. Du bist auch ein bisschen neidisch, ne? Ja, was soll das denn? Ja, super Fall, das super Hot Dogs. Ja. Oh. Das gönnst du dir zu Hause. Oh. So bist du drauf. Oh. Was ist denn los? Hast du, den Kiefer, wenn man so ganz schnell den Kiefer aufmacht und dann spannt das so oder irgendwie wie so ein Krampf, Kieferkrampf. Sag mal, immer wenn ich filme, passiert ja aber auch echt was, ne? Also das ist ja wirklich inzwischen fast traurig. Das ist noch ein bisschen Käse, ne? Hast du schon mal einen Autounfall gesehen? Opa! Alter! Boah, ey! Kennst du den Joke nicht? Nee. Kennst du echt nicht? Nee. Aber. Ja, das haben wir früher immer gemacht. Und als ich das nicht kannte, hat jemand gesagt: Hast du schon mal einen Autounfall gesehen? Und dann hat er. Nicht nochmal bitte. So, meine Damen und Herren, ich werde jetzt diese Schweinerei hier aufessen. Ich hätte gedacht, dass meine Hotdogs mehr Anklang finden. Aber der eine ist keine Wurst, der andere ist kein Käse. Izzy hat auch keine Wurst gegessen. Echt nicht? Nee, der ist auch Veggie. Also die meiste Zeit unterwegs. Ist auch gut. Jeden das seine. Whatever floats your boat. Ja, und Felix hätte noch eine Cola drauf gewollt, von daher. Ja, das wäre kein Problem. Ja, die hätte ich immer auch noch besorgt. Cola-Wasser. Kein Problem. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Es war chaotisch, komisch, praktisch gut. Also alles beim Alten. Lasst eine kleine Bewertung da. Schaut bei Revi und Smurf vorbei. Beide sind ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann wünsche ich euch allen noch einen leckeren Tag. Haut rein.